Wir sind da immer gestanden und haben gedacht, mein Gott, das geht hier einfach so seinen Gang und wir, was machen wir? Wir können irgendwie nichts tun. Ja? Wir hatten keine Institution oder so, die wir, keine Partei, niemand war da, der uns irgendwie hätte helfen können. Irgendwann stand dann im konkreten Termin über eine Montagsdemo im Raum. Wir waren zu dritt und eigentlich jede Frau war froh, dass er wenigstens nicht allein ist, weil das war ein ominöses Datum. Da hätte genauso gar niemand kommen können. Ich war um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Stuttgart und wir sind dann losgegangen mit unserer Laterne und am Schlossplatz war also die erste Begegnung mit Leuten, die bereits vom Bahnhof kamen und uns erzählt haben, da sind welche am Nordausgang. 10-mal so viel waren wir beim 2. Mal, warum auch immer. Und beim 3. Mal waren es 150, 200 Leute. Nun ist es irgendwie scheinbar angenommen worden, ohne dass jemand darüber nachgedacht hat, ob das vielleicht auch ein bisschen ein peinliches Thema sein könnte, wenn wir uns da erdreisten, dieses historische Datum da einfach für uns so zu besetzen. Es kamen die Leute zu uns und haben uns was geboten. Es war einfach beeindruckend. Und jede einzelne Veranstaltung war von vornherein eigentlich eine Mischung aus Kulturveranstaltung und Lernprojekt. Dass das Ding jetzt gebaut wird, ist für mich schlimm genug, aber ist nicht etwas, was ich als Niederlage empfinden würde. Ich denke, es hat sich in der Stadtgesellschaft schon sehr viel verändert. Viele Leute können in Stuttgart ganz anders zwischen den Zeilen lesen, wenn ein Politiker den Mund aufmacht. Nicht auf das zu hören und nur wie, was er sagt, sondern wie er sagt, woher er kommt, was er bezwecken will und so weiter.